Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu Böll Global 5, globale Protestbewegungen in der Pandemie, die USA, Chile und Nigeria. Ich freue mich, Sie hier heute Abend begrüßen zu können. Mein Name ist Antonio Nord. Ich leite die Abteilung Internationale Zusammenarbeit hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Böll Global ist eine neue Reihe, die wir gestartet haben in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und in dieser Reihe wollen wir Kolleginnen und Kollegen in unseren Auslandsbüros zu Wort kommen lassen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat ja 34 Auslandsbüros. Uns geht es in dieser Reihe also darum, die Erfahrung, das Wissen, die Expertise unserer Kolleginnen in den Büros sozusagen nach Deutschland zu bringen, in den Diskurs und die Debatten, die wir hier haben. Vorweg möchte ich ein paar Dinge zum Technischen sagen. Ich werde den Kolleginnen, die ich Ihnen gleich vorstelle, zu Beginn ein paar Fragen stellen, sodass wir in das Thema reinkommen. Und nach circa 45 Minuten würde ich dann gerne sozusagen das virtuelle Podium öffnen für Fragen aus dem Publikum. Sie können Fragen stellen, indem Sie sie eintippen. Sie haben unten in der Leiste auf Ihrem Bildschirm einen Button, der nennt sich F und A für Frage und Antwort. Da können Sie einfach Fragen eingeben. Und meine Kollegin Lara Wodke, die ich hier sehr herzlich begrüßen möchte, wird die Fragen dann nachher vorlesen. Hallo Lara. Und wenn es mehrere Fragen zum gleichen Thema gibt, wird sie sie auch bündeln, sodass wir möglichst viele Fragen beantworten können. Falls Sie technische Probleme haben, ist mein Kollege Gabriel Fritz da. Der wird Ihnen gerne helfen und hoffentlich auch helfen können. Schreiben Sie dann einfach in den Chat und Gabriel wird dann Ihnen zur Seite stehen. Hallo Gabriel. Ja, liebe Gäste, in den letzten 10 Jahren haben ja soziale Proteste zugenommen. Das lässt sich empirisch belegen in der Sozialwissenschaft. Aufstände, politische Streiks etc., Demonstrationen auf der ganzen Welt. Dann kam mit diesem Jahr das Corona-Jahr. Und in diesem Corona-Jahr gab es natürlich erstmal ein Abflauen, so eine Art Delle in den Bewegungen, verursacht durch die Lockdowns, durch eine große Verunsicherung. Man kann aber sagen, dass dann in der zweiten Hälfte des Jahres sozusagen Bewegungen wieder an Fahrt aufgenommen haben. In Deutschland konnte man das ganz gut sehen an der Entwicklung von Fridays for Future, die dann teilweise mit neuen Organisationsformen unter sehr kreativen Wegen mit dieser neuen Situation umgegangen sind und ihre Themen wieder sehr sozusagen auf die Straße und ins Netz etc. gebracht haben. So kann man also am Ende, wir sind ja fast schon am Ende des Jahres 2020, konstatieren, dass auch in diesem Jahr auf der ganzen Welt Menschen auf die Straße gegangen sind oder auf anderen Wegen demonstriert haben für mehr Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für eine wirksame Klimapolitik, gegen Korruption und Machtmissbrauch und eben auch gegen Rassismus und Polizeigewalt. Wir wollen uns heute drei Beispiele anschauen aus sehr unterschiedlichen Ländern mit Nigeria, den USA und Chile. Und aber schauen, wo gibt es trotz aller Unterschiede auch Gemeinsamkeiten in diesen Protestbewegungen? Was stärkt sie? Was schwächt sie? Was sind ihre Erfolge? Und gibt es vielleicht auch Dinge, bei denen diese Bewegungen und die Menschen, die diese Bewegungen ausmachen, voneinander lernen? Ich möchte jetzt zunächst die drei Panelistinnen begrüßen. Ich fange an mit Ingrid Wehr in Chile. Hallo Ingrid. Ingrid ist unsere Büroleiterin schon seit 2014 im Büro Santiago de Chile, also jetzt schon 6 Jahre. Und sie hat davor in der Wissenschaft gearbeitet am Arnold-Bergstresser-Institut in Freiburg, hat dort die Lateinamerika-Abteilung geleitet. Und wir haben großes Glück, dass sie heute dabei ist, denn Ingrid ist nicht nur eine Expertin zum Thema soziale Ungleichheit und Proteste in Chile und Demokratiebewegung, sondern sie ist auch quasi auf dem Absprung, weil sie nämlich die Leitung unseres Büros in San Salvador übernehmen wird. Und dass jetzt ihre letzten Tage in Chile sind. Und wir sind sehr froh, dass wir nochmal von deiner Expertise und deinem Wissen über Chile hier profitieren können. Herzlich willkommen, Ingrid. Ja, danke für die Einladung. Als nächstes möchte ich sehr gerne Monika Omuna begrüßen.
Monika arbeitet im Heinrich-Böll-Büro in Lagos. Das ist ein kleines Büro. Wir haben unser großes Büro, sozusagen das größere, in Abuja, in der Hauptstadt. Aber in Lagos haben wir mal angefangen mit unserer Arbeit in Nigeria und Monika ist dort geblieben. Sie hatte unterschiedliche Funktionen inne, immer für die Stiftung. Du bist schon seit 1997 in Nigeria, wenn ich richtig liege. Seit 1999 arbeitest du für uns zurzeit in dem Programm Inclusive Megacity Lagos. Das ist ein Programm, in dem es darum geht, sozusagen, wie Stadtentwicklung aussehen sollte, die sich wirklich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, zum Beispiel an Bedürfnissen von Menschen, die im informellen Sektor arbeiten. Herzlich willkommen, Monika. Und du hast uns eben im Vorgespräch gesagt, du hast eigentlich gar keinen Strom, sondern arbeitest mit Generator. Das sind erschwerte Bedingungen. Wir hoffen, dass du trotzdem die ganze Zeit dabei sein kannst und wir dich gut hören und sehen können. Ja, wir sind es gewöhnt. Als drittes begrüße ich sehr herzlich Nora Löhle. Sie ist Programmleiterin für Energie- und Umweltpolitik in unserem Nordamerika-Büro in Washington, D.C. Und Nora hat sich intensiv mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die politische Situation in den USA und die Protestbewegungen beschäftigt, neben ihren umweltpolitischen Themen. Und sie ist seit 2016 auch schon für uns in Washington tätig. Und ich möchte dich auch sehr herzlich hier zu dieser Runde begrüßen. Vielen Dank, hallo. Ja, Monika, ich möchte mit dir anfangen. Während die MeToo und die Black Lives Matter Bewegung in den USA weltweit bekannt geworden sind, wissen eigentlich nur wenige, dass auch in Nigeria in diesem Jahr, dass es da auch massive Massenproteste gab gegen Polizeigewalt, gegen staatliche Willkür. Es gab den Hashtag #EndSARS, der sich gegen eine berüchtigte Polizeieinheit gerichtet hat. Und ich würde dich gern zum Einstieg jetzt fragen, Monika, kannst du uns ein bisschen was zu den Hintergründen berichten? Was waren die Auslöser für diese Bewegung? Denn ich meine, Misswirtschaft und Korruption gibt es in Nigeria leider schon seit Jahrzehnten. Warum jetzt? Was hat die Bewegung sozusagen ausgelöst? Und warum hat die Regierung eigentlich so überrascht reagiert, wenn ich da richtig liege? Ja, so eine Bewegung gegen Polizeigewalt gibt es schon seit längerem. Also auch diese EndSARS-Bewegung gibt es schon seit längerem. Hat sich ein Hashtag auf Social Media, der sich über die Jahre, sich die Leute ausgetauscht haben, aber nie irgendwie zu Straßenprotesten geführt hat. Dann gab es auch, ähnlich wie in Amerika, eben ein Video, das eben auch viral ging, indem außerhalb von Lagos in einem anderen Ort junge Leute aus dem Hotel gezerrt wurden und dort auf der Straße erschossen wurden von diesen SARS-Leuten. Da hat sich dann der Unmut der jungen Leute gegen die, die sich dieses SARS ja hauptsächlich gerichtet hat, hatte sich angestaut über die Jahre und im Zusammenhang mit den MeToo-Bewegungen, die ja auch sehr stark waren. Ich meine, es gab auch immer sehr viel Polizeigewalt gegen Frauen, auch in diesem Jahr. Ich meine, erstes Mal hat es angefangen natürlich mit dem Bring Back Our Girls, mit den Chibok Girls, aber auch schon in diesem Jahr, ich meine, junge Frauen, die auf der Straße eben zusammenstanden, wurden von der Polizei einfach aufgesammelt und wurden also als Prostituierte dann irgendwie angeklagt und in Polizeigewahrsam genommen. Also da hat sich schon in der Frauenszene extrem aktiv etwas bewegt. Und dann haben sich auch im Juli verschiedene Frauenorganisationen zu der Feminist Coalition zusammengeschlossen, die dann gesagt haben, okay, sie wollen jetzt nicht nur mehr auf Social Media protestieren und sich austauschen, sondern eben auch wirklich etwas machen. Ja, und dann, dann ist natürlich auch diese, wir waren im März 3 Wochen im Lockdown alle gemeinsam und dann dadurch sind wir natürlich letztendlich, ich meine, die Nigerianer fliegen normalerweise hin und her, sind auf der ganzen Welt und gerade unter diesen jungen Leuten, die in dieser Bewegung sich organisieren, sind auch sehr viele, die eben beide Nationalitäten haben, die Amerikaner sind Nigerianer, die Briten sind Nigerianer. Und sich da natürlich auch schon im Black Lives Matters vor allem beteiligt haben, protestiert haben in anderen Ländern.
und so dann doch gesagt haben. Dann kam noch dazu, dass am 1. Oktober Nigeria 60 Jahre Unabhängigkeit gefeiert hat. Und gerade auch, ich meine, wie gesagt, wir haben mit Corona, wir hatten eine Rezession, wir fallen immer tiefer in die Rezession. Viele Leute, nicht nur im informellen Sektor, haben unter dieser Corona, unter dem Lockdown gelitten, immer noch, auch viele Restaurants. Und gerade auch, wo die jungen Leute gearbeitet haben, die jungen Leute, die jetzt studieren, die keine nach dem Studium keinen Arbeitsplatz finden und dann eben sich mit anderen Tätigkeiten über Wasser gehalten haben und eben durch diese Lockdown und die Rezession eben nicht mehr jetzt auch nicht mal mehr da arbeiten können. Und dann hat sich unser Präsident, der Buhari, sehr ja, so geäußert, es ist alles gut, es ist alles schön und alles toll. Und da war halt die Enttäuschung extrem groß, dass dann auch keine Antworten auf das Ganze, die ganze Misere gefunden wurde. Und dann haben sie sich eben das ganz generisch eigentlich, ohne dass irgendjemand sagt, wir gehen jetzt, einfach jemand gesagt, jo, ich gehe jetzt protestieren. Und dann hat man eben gesehen, in den USA funktioniert, auch in Hongkong vor allem, die Protestbewegung in Hongkong hat auch sehr imponiert. Dort funktioniert es und warum bei uns muss es auch funktionieren. Und dann haben sich gerade die Feminist Coalition hat eine große Rolle gespielt, hat sich dann in diesem Laufe dieser ganzen dieser Proteste, Straßenproteste, die es seit 2012 eigentlich nicht mehr gegeben haben. Das gibt bei uns ganz selten, weil die immer sehr schnell in Gewalt umschlagen und die Polizei die sehr schnell niederschlägt. Die hat relativ lange gedauert diesmal, dass die Leute sich versammelt haben in allen Städten. Und es wurde mit großem Wohlwollen von der Gesellschaft eigentlich auch begleitet, was ja eigentlich auch das Positive war. Es waren immer wieder, also die Medien waren dabei, haben berichtet, live berichtet. Also man war mittendrin eigentlich immer, selbst wenn man zu Hause war. Und dann waren auch immer wieder die ältere Generation, die dort war, ja, wir wollen, dass die jungen Leute auf die Straße gehen, es muss sich etwas ändern, sodass da ein Zusammenhalt war. Und dann natürlich, wollte ich gerade sagen, wollte die Feminist Coalition haben das wunderbar organisiert. Da ist eine Dame, eine junge Frau dabei, also die auch so eine kleine Investmentfirma gegründet hat, die hier sehr erfolgreich ist. Und die haben dann Spendengelder gesammelt, damit also für Essen, aber auch für damit Medical Bills für die Leute gezahlt werden, die auf den Protesten irgendwie angeschossen werden oder verletzt werden, dass Rechtsanwälte gezahlt werden. Und da haben sich wahnsinnige Netzwerke, also in unheimlicher Geschwindigkeit, riesige Netzwerke gegründet. Und das eben alles auch mit den Geldern, mit Spendengeldern von in und Ausland. Und das war auch ganz was Neues, weil wir sind hier nicht gewöhnt, dass wir irgendwo Geld geben, jemanden, den wir nicht kennen, und dann versinkt es in Kanälen. Ich meine, Nigeria ist berüchtigt dazu. Also es ist extrem erstaunlich gewesen, aber dadurch, dass diese einzelnen Organisationen dieser Coalition vorher schon bekannt war, war da auch ein großes Vertrauen, und so hat sich eine Solidarität und ein Vertrauen geschafft. Und dadurch, dass diese Organisation oder diese Bewegung einfach keine Namen hat, keine Führer, also Führungspersonen, wusste die Regierung nochmal überhaupt nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Das Normale ist, divide and rule, hol die Leute zu dir in ein Zimmer, wir diskutieren und so weiter. Und ihr sagt dann euren Leuten, ihr geht wieder von der Straße. Und so hat es einen großen Erfolg gehabt und wie gesagt, einen sehr großen Anklang. Leider hat dieses Divide and Rule dann doch ein bisschen funktioniert, eben im Süden gegen den Norden, hat die Regierung den Norden gegen den Süden ausgespielt, zu sagen, okay, das ist jetzt eine Bewegung, die den Buhari stürzen will, was ja überhaupt nicht stimmte. Und aber letztendlich hat es dann aufgehört, eben an dem 20. Oktober, an dem Dienstagabend, dem berüchtigten, wo dann das Militär und Polizei in die friedliche Menge geschossen hat. Und dann eben auch die ganzen Unterstützer, diese Feminist Coalition und andere gesagt haben, okay, wir rufen nicht weiter dazu auf, dass die Leute auf die Straße gehen, weil es ist einfach zu gefährlich und wir wollen die Leute nicht gefährden. Ja, ja. So dass die Bewegung jetzt also relativ abgeflaut ist, oder wie würdest du das jetzt bezeichnen? Es gibt verschiedene Panels, Investigation Panels in den verschiedenen Bundesstaaten, vor allem auch in Lagos, was da passiert ist. Sodass hier da jetzt das trotzdem immer noch in der Diskussion ist. Und dann natürlich, was für die Bewegung ein großer Erfolg war, ist es international.
in den Diskussionen. Also ich meine, CNN hat letztens eben einen gerade im Bericht bestätigt eigentlich in ihrem Bericht, dass das Militär in die Menge geschossen hat. Es gab auch gleich am Anfang eine Petition in England, wohl von einem Nigerianer, der in England lebt, dass an das House of Commons, dass die einzelnen Leute vom Militär und an der Regierung eben mit Sanktionen belegt werden sollen. Und da war gestern die Diskussion im House of Commons, sodass es hier doch die Diskussion noch sehr stark ist, aber Proteste auf der Straße im Moment nicht. Der oberste Polizeiinspekteur hat schon gesagt, ganz lapidar, in Lagos wird es keine Demonstrationen mehr geben. Wenn man mit den Leuten spricht, sagen sie, wir werden weiter demonstrieren, aber wir, also nur dann, wenn es sicher ist. Ja, sehr spannend. Wirklich interessant, weil in den deutschen Medien kam es zwar vor, aber nicht so deutlich wahrscheinlich wie in den englischsprachigen. Uns hat natürlich bewegt, dass ja auch das Gebäude ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde, in dem unser Büro ist, teilweise zerstört wurde. Aber das war auch nur das war sozusagen in wenigen Nächten, dass das so ein bisschen eskaliert ist, die Proteste. Oder würdest du sagen, dass sie sich verändert haben insgesamt von einem friedlichen Protest zu einem, der dann doch eben gewaltsamer geworden ist? Ja, oder waren es Provokateure? Es war ein Provokateur. Also man muss es unterscheiden. Ich meine, es wird natürlich in der Diskussion immer wieder gesagt, dass die dann gewalttätig wurden, aber das stimmt überhaupt nicht. Also an diesem Dienstagabend ist in die Menge geschossen worden. Es war auch teilweise live im Fernsehen. Also wir waren alle entsetzt. Es war schrecklich, weil die Leute haben die Nationalhymne gesungen, haben die Fahnen geschwenkt, um zu sagen, es kann uns nichts passieren. Wir zeigen ja, wir sind für Nigeria. Ja? Wir wollen ja nur hier sitzen und demonstrieren und kaum jemand hier hat geschlafen in der Nacht. Und es war aber schon am Dienstag, waren schon Unruhen, es wurden Polizeistationen zerstört und angegriffen. Daraufhin wurde schon Dienstag innerhalb von einigen Stunden hier in Lagos Ausgangssperre verhängt. Das war natürlich auch wieder katastrophal, weil die Leute teilweise noch in der Arbeit waren. Wie kommt man nach Hause? Und ich meine, in dem Stau, da standen die Leute ewig lang. Also es war sehr angespannt. Und dann am nächsten Tag, es war dann Ausgangssperre bis zum Samstag, und am nächsten Tag kam es eben, dass ganz gezielt Regierungsgebäude angegriffen wurden, geplündert wurden und niedergebrannt wurden. Und wir kennen hier in Lagos oder in Nigeria Plünderungen bei Unruhen, wo die Leute Supermärkte plündern oder Sonstiges. Aber dass Gebäude abgebrannt werden, das gab es hier nicht. Und es waren ganz gezielt, das war das Gerichtsgebäude, es war das Haus, das Familienhaus des Gouverneurs, das war das Haus des traditionellen Führers und eben auch das Gebäude, wo wir unser Büro drin haben, gehört eben auch der Regierung. Man weiß nicht genau, wer es war. Das sind innerparteiliche Auseinandersetzungen, die eigentlich mit den Protesten, mit den NSAS-Protesten nichts zu tun haben, aber jetzt natürlich da eben hergenommen werden, um zu sagen, es ist gewalttätig gewesen. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Phänomen, was es in mehreren Bewegungen gibt. Nora, ich würde gerne dich jetzt fragen als nächstes. Beschreibe uns doch mal, wie gerade die Stimmung in Washington ist. Ja, weil einerseits kann ich mir vorstellen, dass es eine hoffnungsvolle Stimmung ist, jetzt nach dem Wahlsieg von Joe Biden. Und ich frage mich auch, sehen Aktivistinnen und Aktivisten das auch zum Teil als ihren Sieg an, ja, dass dieser Kandidat eben gewonnen hat. Auf der anderen Seite gibt es eine sehr, sehr ernstzunehmende Corona-Situation in den USA. Die wirtschaftliche Lage ist schwierig für viele Menschen. Wie ist die Stimmung und was macht diese Situation mit den Bewegungen, die ihr dort habt? Ja, also auf jeden Fall. Im Moment ist in der Luft wirklich nach sehr, sehr viel Anspannung, Angst, Traumata, die hochkamen, vor allem direkt vor dem Wahltag, haben wir selber bei unseren Partnerinnen, vor allem Aktivistinnen aus verschiedenen Netzwerken, wirklich gemerkt, wie nochmal so dieses Trauma vom November 2016 hochkam, als es dazu kam, dass Trump gewählt wurde. Das war wirklich ein mehr als einschlägiges Erlebnis, vor allem für Netzwerke, die gegen Diskriminierung arbeiten und vor allem speziell auch für Frauen tatsächlich, die sich politisch engagieren. Und das heißt, so die Tage vor der Wahl, der Wahltag selber unter Corona-Bedingungen, wie du sagst, wir sind hier nach wie vor das Land, was
keinerlei Management und Politik in Bezug auf die Pandemie erlebt. Das heißt, die Menschen sind hier selber ihrem Schicksal überlassen, sowohl was es finanziell, ökonomisch das angeht, aber auch die Gesundheitsversorgung ist teilweise desaströs und die Leute müssen wirklich selber gucken, wie sie hier zurande kommen. Und die Zahlen brechen nicht ab, die Infektionszahlen gehen nach wie vor durch die Decke. Und jetzt gehen wir in manchen Regionen in den USA auf den Winter zu und wir wissen, es wird nicht besser werden in den nächsten Monaten. Also es ist sehr angespannt. Und dann hat es ja eben, wie alle, glaube ich, verfolgt haben, noch einige Tage gedauert, was aber von vornherein auch klar kommuniziert wurde, dass wir nicht direkt in der Wahlnacht oder auch am Tag danach das Wahlergebnis haben werden, vor allem aufgrund höherer Briefwahlstimmen, die eingegangen sind und die gezählt werden mussten, aber auch tatsächlich aufgrund von der höchsten Wahlbeteiligung überhaupt in diesem Land. Hat es also einige Tage gedauert und als dann aber durch die Wahl Pennsylvanias, die für Joe Biden ausfiel, dann klar war, er hat jetzt die Mehrheit der Wahlstimmen, brach zumindest in DC und wir wissen das aus allen Ecken des Landes, brachen dann wirklich, also Freudentänze aus im Vorgarten der einzelnen Häuser, weil wie gesagt, viele Familien, ältere Menschen gehen nach wie vor nur sehr beschränkt überhaupt in die Öffentlichkeit, aber es war wirklich vor den einzelnen Häusern, haben Freudentänze stattgefunden. Wir haben sowas gesehen wie viele Auto-Rallies, also auch, dass man immer noch geschützt, ne, sich nicht in Menschenmassen begibt, aber dann hupende, laut Musik betriebene Autos fuhren durch die Stadt. Und genau, also Riesenerleichterung, Freude über den Sieg von Biden, Kamala Harris insbesondere als erster Frau überhaupt, die jetzt als Women of Color, als Vizepräsidentin ins Weiße Haus einziehen wird. Große, große Freude und gleichzeitig, wie gesagt, Anspannung, weil wir nach wie vor inmitten einer Pandemie ist, die nach wie vor nicht gemanagt wird. Ihr wisst alle, dass Biden und Kamala Harris erst am 20. Januar ihr Amt dann einnehmen können, auch wenn sie jetzt schon probieren, sozusagen sich da vorzubereiten. Sie stellen jetzt schon ihre Teams zusammen und lassen sich so gut es geht briefen, aber de facto müssen wir hier durch den Corona-Winter noch unter Trump und das ist eine Riesenkatastrophe. Und gleichzeitig neben der Freude ist, glaube ich, der größte Unterschied diesmal. Und wie gesagt, wir haben eine riesig hohe Wahlbeteiligung diesmal gehabt, dass diese Wahl Bidens, vor allem die aus der Black Community, ist ganz klar diesmal verbunden mit einer klaren Erwartungshaltung. Also die Black Community hat schon über Jahrzehnte historisch zu dieses Mal 87% demokratisch gewählt und das ist wirklich, hat eine lange Tradition, aber diesmal haben sie ihre Wahl ganz klar für die Demokraten und damit für Joe Biden gegeben mit einer viel deutlicheren Erwartung, weil sie ziemlich enttäuscht sind von der demokratischen Partei, die bisher eben nicht die Diskriminierung und den Rassismus aufgehoben hat und sich nicht dem strukturellen Rassismus hier gestellt hat. Und das ist der große Unterschied. Also neben der ganzen Freude und Hoffnung, die jetzt im Raum liegt, liegt ganz klar verbundene Erwartung. Und es fängt damit an, dass die Leute hier ganz genau sich anschauen, wen Biden jetzt in seine Ministerien wählt, wen er personell aufstellt. Und seine Politik wird vom ersten Tag an sehr kritisch gemonitort. Und er ist sich dessen bewusst. Und die Benennung von Kamala Harris ist durchaus schon ein erster Schritt ganz klar gewesen, zu sagen, wir müssen die Diversität unseres Landes auch in unserem Personal deutlicher darstellen. Okay, das ist interessant. Also es gibt viel zu tun weiterhin für die Zivilgesellschaft in den USA und hoffen wir mal, dass diese kritische Haltung anhält und zu wirklichen Veränderungen führt. Das steht ja in der Tat in Frage. Wir werden es sehen. Ich möchte jetzt auf Chile kommen. Ingrid, in Chile gibt es ja seit Jahren eine starke politische Mobilisierung, um sozusagen auch Schatten der Vergangenheit abzuwerfen, dieses Erbe der Pinochet-Diktatur. Und das entzündete sich ja sehr stark an diesem Thema neue Verfassung. Seit einem Jahr gab es dann aus meiner Sicht sehr viel stärkere Proteste, was eben auch hier ankam und die ja teilweise auch wirklich blutig niedergeschlagen wurden von den Sicherheitskräften. Trotzdem gibt es jetzt diesen großen Erfolg. Es kam zu dem Referendum, 80% der Menschen haben abgestimmt für einen Verfassungsreformprozess, an dessen Ende dann eben eine neue Verfassung stehen soll. Also man kann jetzt wirklich sagen,
Das ist sozusagen ein Erfolg der Demokratiebewegung. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Was hat diesen Erfolg bedingt? Was war auch der Auslöser? Warum sind so viele Menschen für diese neue Verfassung auf die Straße gegangen? Erklär uns ein bisschen was zum Hintergrund. Der Auslöser der Massenproteste vom letzten Oktober war ja eigentlich etwas überraschend. Es handelte sich nämlich um genau 3 Cent. Eine Preiserhöhung der, also nicht öffentlichen, sondern privatisierten Nahverkehrstransportmittel in Santiago um einen minimalen Betrag von 3 Cent hat zu dieser gewaltigen Welle von Protesten geführt, die, wie du sagtest, Antonia, in einen gewaltigen Erfolg mündeten ein Jahr später, dass nämlich zum ersten Mal in der nachautoritären Zeit der Weg für eine neue Verfassung freigegeben wurde. Jetzt die Frage, wieso 3 Cent? Ja? Und ausgerechnet in einem Land, was ja häufig als Oase, als Schweiz Lateinamerikas dargestellt wurde. Präsident Piñera hatte noch einen Tag vor den Massenprotesten in einem Interview an die Financial Times gesagt, Chile unterscheidet sich ja von all den Nachbarländern dadurch, dass das eine Oase sei im gegen Populismus, gegen diese ganzen negativen Einflüsse. Am nächsten Tag stand das Land in Flammen. Also warum diese minimale Preiserhöhung? Das war natürlich nur der letzte Tropfen auf einen heißen Stein oder der letzte Tropfen, der eine sehr lange Protestwelle hinter sich hatte. Und 3 Cent mag wenig erscheinen. Es war aber die letzte Preiserhöhung in einer langen Reihe von Preiserhöhungen, die dazu geführt hatten, dass extrem hoch verschuldete Mittelschichten, ja, die bereits 14%, ungefähr durchschnittlich 14% ihres Einkommens für Transport ausgehen, ja, noch stärker in Schulden getrieben wurden. Und der Sprung über diese Drehkreuze, der von den Schülern ausgelöst wurde, entwickelte sich damit relativ rasch zu einer Infragestellung des gesamten nachautoritären Systems. Also einige Beobachter, Beobachterinnen hier haben das verglichen mit dem Salzmarsch Gandhis in Indien. Die sagten also, die Infragestellung, ja, des Monopols der Preissetzung in Chile hatte eine ähnliche Auswirkung, ja, wie eben die Infragestellung Gandhis des Salzmonopols der Briten, was im Endeffekt zum Fall des Imperiums führte. Das mag ein bisschen weit führen, aber stimmt doch im Kern. Also dieser Sprung über die Drehkreuze, Freeriding, führte dazu, dass nämlich die strukturellen Ursachen, der Grund der Krise sind, nochmal in die politische Debatte kam. Und wie du richtig sagtest, ist ja das nicht die erste Protestbewegung gewesen, sondern es ist die letzte Protestbewegung gewesen in einer ganz langen Reihe von Protestbewegungen, die eigentlich seit Dekaden in Chile stattgefunden hatten und immer damit endeten, dass die Forderungen von den Eliten wieder eingetütet wurden. Ja, also im Endeffekt die chilenische Oase, die Schweiz Lateinamerikas, ähnelt doch stärker den lateinamerikanischen Nachbarländern, als das zum Beispiel die internationale Sozialforschung oder die europäischen Medien wahrhaben wollten. Weil Chile hat extreme hohe soziale Ungleichheiten, ja, die bis heute nicht bearbeitet sind, strukturelle Ungleichheiten, die das Land kennzeichnen und ist eben auch, wie die alle rohstoffexportierenden Länder in der Region, sehr stark von Naturressourcen abhängig und hat dadurch Rentenkoalitionen herausgebildet, das heißt politische Eliten, die von der Sozialistischen Partei bis zur Rechten sich die Einnahmen aus der Rohstoffrente oder aus den privatisierten öffentlichen Gütern wechselseitig zuschusterten, und damit wenig, sehr, sehr stark davon profitierten und wenig reformbereit waren.
Das heißt, die hinzu kam eben eine Verfassung, die anders als in anderen Ländern der Region von der Militärdiktatur ausgearbeitet wurde, die Interessen der Wirtschaftseliten widerspiegelt und mit solchen Mehrheitsanforderungen versehen wurde, dass sich da kaum was reformieren ließ. Das heißt, das war das System Pinochets unter demokratischen Vorzeichen. Das führte in verschiedenen Phasen zu massiven Protesten. Also 2006 standen die Schüler auf, 2011 stand die Studentenbewegung im Raum. Dazwischen hatten wir eine sehr starke Umweltbewegung, die gegen die Wasserkraftwerke in Südchile protestierten. Dann kam die Rentenbewegung, die gegen das privatisierte Rentensystem protestierte. Ja, und wir haben außerdem eine sehr starke Frauenbewegung, die auch die immer frauenpolitische Forderungen mit sozialpolitischen Forderungen verknüpft hat und gegen soziale Ungerechtigkeit aus einer Gender-Perspektive und mit extremer Schlagkraft und Organisationsfähigkeit protestiert hat. Alle diese Forderungen wurden in den letzten Jahren nach Hause geschickt, ohne dass die Reformen bedient wurden. Das heißt, diese 3 Cent haben im Endeffekt den Wupp oder die Waage. Waren der berühmte Funke, ja? Ja. Waren dieser Funke, der das Ganze dann zum Überkochen brachte und zu dieser massiven Protestwelle führte. Mhm. Ja? Ja. Die aber, anders als in anderen Ländern, diesen institutionellen Ausgang fand, weil ja bereits im November die Eliten den einzigen Ausweg darin sahen, dass die Forderung nach einem Systemwandel, nicht nur nach Reformen, aufgegriffen werden muss und damit auch die Verfassungsreform angegangen. Ja. Ihr habt jetzt alle 3 in euren Beiträgen schon angedeutet, ein ganz interessantes Phänomen, wie ich finde, nämlich, dass wir inzwischen, und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber die Bewegungen stark zusammenkommen, vielleicht auch stärker als früher. Also wir haben jetzt nicht unbedingt mehr nur die Frauenbewegung, die wir vielleicht früher hatten, die Umweltbewegung, die Friedensbewegung, sondern wir haben jetzt eben Menschen, die gemeinsam auf die Straße gehen, die vielleicht unterschiedliche Anliegen haben, aber sich zusammentun. Ist diese sozusagen, stimmt das für eure 3 Länder und ist das auch ein Erfolgsrezept, ja, dass sich eben, LGBTQI und Feministinnen, die vielleicht noch aus einer anderen Tradition kommen und Klimaaktivistinnen zusammentun und die Antirassismusbewegung. Ist das ein Erfolgsfaktor? Ist das aber auch vielleicht nur eine Momentaufnahme und es gibt da doch noch starke Unterschiede? Gibt es da wirklich so eine Solidarität in euren Ländern? Vielleicht fange ich mal mit dir wieder an, Monika. Ja, es ist eine schwierige Frage. Also es ist natürlich bei uns schon, es ging hier um diese Polizeibrutalität, die eben alle betrifft. Ja, und dadurch kommen die auch alle zusammen. Und ich meine, wir haben auch alle dieselben Anliegen. Also es geht immer wieder auch um Wirtschaft, um die Wirtschaftslage und so weiter, sodass die Themen, die angesprochen werden, doch viele sehr breit sind oder sehr breit die Leute ansprechen. Es ist natürlich schon so, dass es eine gewisse Elite ist, die da protestiert. Ja, dass man schon einen Großteil der Menschen hier irgendwie nicht mitnimmt. Und ich meine, da es ist jetzt keine Kritik, sondern da gibt es relativ wenig. Ich wüsste jetzt auch keine Antwort darauf, aber alle, die sich eben nicht über soziale Medien oder über Phone oder sonst was organisieren, die werden außen vor gelassen. Es ist aber trotzdem in dieser Generation natürlich, ich glaube schon, dass das eine Generationensache ist, dass sie einfach gemeinsam etwas machen und die einen stehen eben ein für das, was die anderen wollen. Also da das Gefühl habe ich schon. Also von der Schicht her, ja, es ist aber wie gesagt, also ein Schichtenproblem oder ein Problem des Zugangs zu Informationen und zu Organisationsmitteln. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich, ist ja vielleicht auch teilweise ein Stadt-Land-Unterschied, der dann jetzt noch stärker wird. Aber Nora, wie ist es in den USA? Wie würdest du das sehen? Du hast vorhin schon gesagt, die Bewegung wird intersektionaler. Ist das aus deiner Sicht von Dauer?
Inwieweit es auf Dauer ist, traue ich mir jetzt nicht zu sagen, aber ich würde wirklich sagen, in den letzten Jahren, und zwar tatsächlich explizit unter Trump, hat es zu mehr Solidarität geführt zwischen verschiedenen Gruppen. Und ich würde vor allem sagen, bei Umweltbewegungen, Frauenbewegungen und Gruppen, die sich gegen Rassismus einsetzen, hat sehr, sehr viele Solidaritäts- und sogar teilweise kam es zu, zum Zusammenschluss von Organisationen, beziehungsweise zumindest von Protesten, die organisiert wurden und wo mehrere Themen gleichzeitig auf die Agenda gehoben wurden und wo zusammengekämpft wurde. Und zum Beispiel jetzt, diesen Sommer, haben wir eben vor allem die Black Lives Matter-Proteste über Monate erlebt. Und da haben wir sehr, sehr stark auch zum Beispiel die Sunrise Movement-Aktivistinnen erlebt. Das ist erstmal explizit eine Klimabewegung von jungen Klimaaktivistinnen, die sich für die Bekämpfung von Klimawandel hier in den USA einsetzen, die das aber tun, indem sie das kombinieren mit dem Ruf nach sozialer Gerechtigkeit, ganz generell. Also da sprechen sie an, wir brauchen endlich Bildung für alle, ein Gesundheitssystem, bei dem alle einen Zugang haben. Und wir müssen unsere Vergangenheit von vor allem natürlich der Sklaverei aufarbeiten und uns gegen Rassismus einsetzen. Aber der Grundsatz, warum sie sich gegründet haben, ist der Kampf gegen Klimawandel. Aber sie haben das von Anfang an mit in ihre Agenda, in ihre Mission geschrieben, dass sie sich auch für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und das haben sie sozusagen diesem erstmal Bekenntnis, haben sie sich dann wirklich überzeugend sozusagen realisiert, indem sie dann während der Black Lives Matter Proteste sich komplett dieser Bewegung angeschlossen haben und sozusagen auch so ein bisschen ihr Anliegen, also ich will nicht sagen beiseite geschoben haben, sie haben jetzt nicht plötzlich aufgehört vom Klimawandel nicht mehr zu sprechen, aber sie haben ganz klar das zur Priorität gemacht und sich solidarisch mit dem Black Lives Matter Movement gezeigt und sind mit denen auf die Straße, haben zu Spenden aufgerufen für diese Organisation und haben selber sozusagen auch dafür gesorgt, dass personell Aktivistinnen von beiden Gruppierungen sich sozusagen vermischen, ne? Und haben explizit auch rekrutiert aus dem Black Lives Matter Movement, kommt doch auch und arbeitet mit uns, wenn es um die Bekämpfung von Klimawandel geht. Also ganz, ganz klar, hohe Intersektionalität. Und ich teile mal noch kurz ein Bild, was das ganz schön zeigt. Und zwar sehen wir hier Black Lives Matter Proteste. Oh, sorry. Hier ist es. Das ist im Juli ein Black Lives Matter Protest in Washington, D.C. Und wir sehen auf dem Bild, dass eine jüngere queere Frau, die hat ein schwarzes T-Shirt an, wir sehen ihren Rücken und die hält ein Plakat hoch, Queer Cops Against Police Brutality. Und ich finde, da zeigt sich einfach ganz schön in diesem Bild, dass hier eine Polizistin, die sich selber der queeren Community zuordnet und selber sozusagen als Polizistin, ne, durch Polizeigewalt selber angesprochen ist oder ihre Institution wird kritisiert für Polizeigewalt, und sich aber auf die Proteste begibt, natürlich in der Zeit, in der sie nicht als Polizistin arbeitet, und sich bekennt, ich stehe für Black Lives Matter ein, gleichzeitig sich für LGBTQ-Rechte einsetzt und sozusagen ihre Solidarität gegenüber der schwarzen Community zeigt. Und jetzt wollte ich noch einen Punkt machen, den ich vergessen habe im Moment. Du kannst gleich gerne nochmal den Punkt nachholen. Ich würde in der Zwischenzeit zu Ingrid gehen und auch da mal fragen, für Chile, gibt es da auch eine sozusagen neue Solidarität und Zusammenarbeit oder überwiegen aus deiner Sicht die Spaltungen? Wie siehst du das? Also im politischen, im parlamentarischen Bereich leider überwiegen die Spaltungen im Moment. Es ist ja auch Wahlkampfzeit. Aber das Spannende an dieser Protestbewegung, das, was die Phase im letzten Jahr von allen anderen Phasen unterschieden hat, war, die Proteste waren landesweit. Und das Land hat über 5000 Kilometer Länge. Die waren von der Wüste im Norden bis zu den Pinguinen im Feuerland. Und im Süden waren alle Städte, auch die Kleinstädte, mobilisiert. Es war generationsübergreifend. Also die führende Rolle am Eingang hatten die Schüler, die über die Drehkreuze sprangen. Aber es waren so alle dabei, also von den Rentner, Rentnerinnen bis zur jungen Generation und klassenübergreifend als weiteres Merkmal. Das war keine Eliteveranstaltung, sondern die Elite fehlte. Aber nachdem das und so eine sehr kleine Elite ist, waren das also eine große Mehrheit der Bevölkerung, einschließlich der hochverschuldeten Mittelschichten, waren alle auf der Straße.
Und das waren also alle Bewegungen, die nach und nach auf die Straße mit sektorialen Forderungen gegangen waren, fanden sehr schnell in der Frage des Systemwandels und der neuen Verfassung eine gemeinsame Stoßrichtung. Das vereinte alles, was vorher Bildung, Rentensystem, was Gesundheit, was die einzelnen Forderungen waren, waren eine einzige Forderung. Und das ließ sich nicht mehr aufhalten, bis Corona kam. Ja, und das war wirklich anders. Es gab keine Führungen. Man konnte die üblichen Verdächtigen nicht verhaften. Ja, das war die Schlagkraft dieser Bewegung, die bis heute anhält. Ja, das ist sehr spannend. Das ist offensichtlich auch ein Unterschied dann zu Nigeria, wo es ja doch, wie du gesagt hast, Monika, dann doch eher eine städtische Elite war. Sehr interessant. Wir haben schon ganz viele Fragen aus dem Publikum. Deswegen möchte ich euch nur noch eine letzte Frage von meiner Seite stellen, und zwar sozusagen zu dem internationalen Aspekt. Inwieweit glaubt ihr, dass die Bewegung in euren Ländern inspiriert werden durch Bewegungen in anderen Ländern, oder ist es doch eher dann sehr auf die sozialen Probleme und die Herausforderungen in dem Land bezogen und man guckt sich ein bisschen was ab, wie eine Social-Media-Kampagne funktioniert, aber letzten Endes spielt das eine geringe Rolle. Ja? Also das ist ja schon interessant, dass wir überall global jetzt diese Protestbewegungen haben, aber wie sieht das für euch aus? Also wenn ich jetzt mit dir anfange wieder, Monika, ich habe zum Beispiel gelesen, mit den Protesten in Nigeria ist Black Lives Matter in Nigeria angekommen. Ja, das kann man natürlich auch kritisch sehen, so nach dem Motto, es war ein Impuls aus den USA, der in Nigeria zu einer Bewegung geführt hat. Eine sehr westliche Sicht, würde ich sagen. Aber dennoch gibt es ja wahrscheinlich Inspirationen gegenseitige. Ja, also wie ist das in Nigeria und wie ist das dann auch in USA und Chile? Nach dieser Frage, wie gesagt, leiten wir dann über zu den Fragen aus dem Publikum. Monika. Ja, gut, also ich meine, Black Lives Matter ist angekommen, ja, ist schon ein bisschen, wie gesagt, es war schon, die Hashtags und alles war schon vorher da, aber wie gesagt, es gibt Menschen, die bei Black Lives Matter hier mitgemacht haben, schon vorher, also Nigerianer, die jetzt hier sind, die hier das gemacht haben. Es ist die Unterstützung aus dem Ausland ist hier extrem wichtig, weil wie gesagt, man kann nicht immer auf die Straße gehen, es ist zu gefährlich. Dieser Schwung, den diese Black Lives Matter hatte, auch mit den ganzen Personalitäten, also ich meine, es war hier ein großer Erfolg, I mean, Beyoncé hat dazu getwittert, also zu der NSAS-Movement, ja. Mesut Özil hat getwittert. Es gab dann auch einen richtigen Protest von den Nigerianern hier gegenüber den nigerianischen Persönlichkeiten, also nigerianisch-amerikanischen Persönlichkeiten in Amerika, die Black Lives Matter unterstützt haben, aber eben nicht NSAS Matter sich dazu nicht geäußert haben. Also gab es einen großen Protest. Also diese internationalen Bewegungen und die internationale Aufmerksamkeit ist sehr wichtig. Ich meine, da ist natürlich Black Lives Matter gut. Ich meine, wenn immer was passiert, wenn in London, in England waren viele Proteste von Black Lives Matter, die hier eben auch in den Medien erscheinen, das diskutiert wird. Und die internationalen, Chile selber leider, ich meine, zu Südamerika hat Nigeria jetzt nicht so viele Beziehungen, aber wie gesagt, wie ich gesagt habe, eben Hongkong hat eine ganz große Rolle gespielt. Und einfach sicher auch zu gucken, was machen die und so weiter, aber eben auch zu sagen, die tun was. Und die gehen auch trotzdem, auch in Hongkong, sehr gewaltig, ich meine, unter großen Gefahren auf die Straße und sie gehen weiter auf die Straße und wir müssen es auch irgendwie schaffen. Also da ist schon, also ich meine, sie wissen noch nicht wie, aber da ist der Wille da und da lernt man oder da beobachtet man die anderen auch und also nimmt Stärke, zieht Stärke einfach daraus, ja. Ja, interessant. Nora, in den USA ist da sozusagen, wenn ich zum Beispiel an die Umweltbewegung denke, gucken die sich ein bisschen was ab von Fridays for Future in Europa oder ist das eher eine Randnotiz und es ist doch eigentlich eine amerikanische Bewegung eher? Wie ist es da? Ich würde sagen, in der längeren Vergangenheit wissen wir, dass aus so klimaaktivistischen Gruppen total starkes Interesse ist, tatsächlich bei so aktivistischen Strategien wie die Besetzung von Kohle,
Minen durch Organisationen hier in Europa oder in Deutschland speziell von Ende Gelände zum Beispiel. Ne? Sowas kennen die in den USA gar nicht, dass man sich so richtig physisch gegen große Konzerne mit seiner sozusagen Man-and-Women-Power stellt und Besetzungen macht. Oder auch sowas wie bei unseren Antinuklearbewegungen, vor allem in den 80er und 90er Jahren, wenn man wirklich die auch die Castor-Transporte stilllegen will oder stoppen will. Sowas generiert hier großes Interesse, aber wirklich in einer speziellen Klima-Community. Jetzt aktuell unter Trump, muss ich sagen, ist unsere Beobachtung als Stiftung ein bisschen, dass hier auch die Aktivistinnen sich tatsächlich sehr national fokussiert bewegen. Und also bei den Black Lives Matter-Protesten im Sommer war natürlich es total wichtig und für sie nochmal einfach wichtig zu wissen, dass wirklich international Medien in verschiedenen Ländern darüber berichtet haben, was da in den USA gerade passiert. Und so ein bisschen auch wirklich als Watchdogs vor Ort waren, vor allem bei uns hier in DC, wo es ja dann auch wirklich teilweise ungemütlich wurde vor dem Weißen Haus, als Trump mit dem Militär aufgerückt ist. Da war das wichtig, wie gesagt, die so ein bisschen als internationale fast Zeuginnen vor Ort zu haben. Hm. Wenn es um die Belange geht, um die Bekämpfung des Rassismus, dann ist es, USA ist ein riesengroßes Land mit verschiedenen Regionen, die haben sehr unterschiedliche Probleme, Herausforderungen, Bedürfnisse. Und ich habe das Gefühl, speziell unter Trump, das hat nochmal viel mehr nationalen Fokus ausgelöst. Ja. Und Leute und Aktivistinnen sind wirklich mit sich selber und ihrem Land und den ganzen Herausforderungen. Also wie gesagt, wir stehen vor einer Pandemie, einer Wirtschaftskrise. Wir stehen vor der Frage, wie man ein Gesundheitssystem aufbauen kann. Bildung ist nicht gesichert. Rassismus ist nach wie vor nicht adressiert. Also von daher muss ich sagen, ja, es ist ein bisschen national fokussiert, aber wir als Stiftung haben enormes Interesse entgegengebracht bekommen. Wow, Deutsch ist manchmal schwierig. Wenn es zum Beispiel um die Arbeit, um die Vergangenheitsbewältigung geht, ne, wir als deutsche Stiftung vor Ort haben viel Interesse, wie wir zum Beispiel unter anderem mit der Bildung und dem Umgang zu Holocaust zum Beispiel umgehen und machen da sehr viel Arbeit an Universitäten explizit. Also da das Interesse, wie gehen andere Länder mit historischen Rassismus und Diskriminierungsarbeiten um, das bekommen wir durchaus. Und da wollen sie gerne von uns lernen, weil da noch viel Nachholbedarf ist. Aber die aktuellen Probleme, wie gesagt, das ist ein sehr nationaler Fokus. Ja. Ingrid, bei dir würde ich die Frage fast gerne umdrehen und fragen, glaubst du, dass jetzt dieser Erfolg der Bewegung in Chile sozusagen so ein Boost für Demokratiebewegungen in ganz Lateinamerika ist und vielleicht auch darüber hinausgehend? Oder, ich meine, es kann auch wahrscheinlich nur eine Hoffnung sein, aber... Ich hätte die Frage auch umgedreht, weil das war ja, also wie gesagt, das war erstmal das große Erstaunen, was ist los in der Oase, ja, also wieso das Land mit einem extrem hohen Pro-Kopf-Einkommen, ja, mit einer hohen Wachstumsrate nach Freedom House Index und so weiter, angeblich stabilen demokratischen Institutionen, ja, wieso ist das so im Aufruhr und auch so kreativ im Aufruhr, weil es kamen ja häufig verzerrte Nachrichten an mit Bildern der Gewalt, ja, also seitens der Demonstranten, wobei die Gewalt, die massive Gewalt, Polizeigewalt erst später ankam. Aber ein Großteil dieser Protestwelle war ja friedlich und extrem kreativ, ja, mit einer sehr viele Künstler, mit einer Ästhetik, mit den Liedern, mit die dann auch innerhalb der Region wieder weitergereicht wurden, dass ich sagen würde, Chile ist im Moment schon das Vorbild der Auseinandersetzungen in anderen Teilen der Region auch. Also einerseits durch den Erfolg, durch die Kreativität der Protestwelle, aber auch durch diesen bisher spannenden Ausgang, dass trotz allem Gewaltpotenzials, trotz der Gewalt, die von den Polizeikräften ausging, ja, dass ja ein institutioneller Weg im Moment gefunden wurde und auch eingegangen wird, auch wenn der schwierig ist, ja, der auch nochmal eine Chance zeigt, dass wir eventuell in Ländern, die von extremer sozialer Ungleichheit geprägt sind, auch institutionell was verändern kann, demokratische Strukturen stärken kann. Also das heißt einerseits die Formen, ja, des Widerstands, die
Und also ich finde aber auch die symbolische Wirkung dieses Verfassungsplebiszits sind hier in allen Nachbarländern ein Thema. Und Black Lives Matter kam hier auch an, wurde aber eher umgedeutet in Mapuche Lives Matter, also in die indigene Frage, die Unterdrückung indigener Völker hier. Und hoch vernetzt international war immer die Frauenbewegung. Die Frauenbewegungen hier in der Region in Lateinamerika sind derzeit eine der schlagkräftigsten, der organisationsfähigsten, konfliktfähigsten weltweit. Die waren schon immer regional vernetzt, sind international vernetzt. Ein sehr gutes Beispiel sind Las Desis in Chile, die mit der Performance Ein Vergewaltiger in deinem Weg, der ja auch Polizeistrukturen, Staatsstrukturen vor allem angreift, noch zum weltweiten Erfolg führte. Das heißt, wir haben hier eine sehr aktive Zivilgesellschaft, auf die es sich lohnt, auch von anderen Regionen zu schauen. Ja, danke dir. Gut, ich möchte jetzt gerne öffnen für die Fragen aus dem Publikum. Lara, kannst du uns die ersten Fragen vorlesen oder vielleicht sogar schon gebündelt? Ja, ich habe genau gerne. Ich habe es ein bisschen gebündelt. Ich habe mir Mühe gegeben, weil wir nämlich so viele tolle Fragen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist ganz toll. Wir haben eine rege Diskussion und ganz viel Interesse hier. Weil wir ganz viele Fragen, vor allem zu Chile haben, Ingrid. Jetzt die ganze Zeit würde ich da gerne mal anfangen und dich fragen. Einerseits kannst du was dazu sagen zur Klimabewegung in diesem Prozess, zur Rolle, also die Anliegen Klima, Umweltschutz, Natur, auch die indigenen Völker und ob es da eine Vernetzung auch gibt nach Europa, zu Fridays for Future zum Beispiel, den prominenten Aktivistinnen, nach Amerika, aber auch in Lateinamerika. Und zweitens, ob du vielleicht was sagen kannst, wie denn jetzt die Aussichten sind, vor allem zum Verfassungsprozess. Also welche Potenziale siehst du da? Welche Rolle spielt, wer beraten kann, wie diese Leute ausgesucht werden, wer beteiligt ist? Und vielleicht auch, welche Chancen und Risiken gibt es da jetzt für diese Protestbewegungen, sich zu mobilisieren, neu zu mobilisieren oder vielleicht auch neue Unruhen? Das war jetzt eine ganze Menge. Es sind ganz, ganz viele Fragen. Ja, ich versuche knapp zu antworten. Da kann ich dann nochmal nachfragen, wenn da was auf der Strecke bleibt. Noch danke für die spannenden Fragen. Also welche Rolle spielten die Umwelt, die Klimabewegungen? Die zentrale Frage der verschiedenen Bewegungen, wie ich sagte, waren ja die soziale Ungerechtigkeit und die Privatisierung öffentlicher Güter. In Chile ist fast alles privatisiert, auch das Wasser. Das heißt, also wir hatten unter diesen Bewegungen, hatten wir von vornherein Vertreter, Vertreterinnen aus der Umweltbewegung, die sich für eine Entprivatisierung des Wassers einsetzten. Das war genau das Jahr nach der COP, in der so alle Umweltbewegungen höchst engagiert waren. Und ein Großteil der sozialen Ungerechtigkeiten spiegeln sich eins zu eins in Umweltungerechtigkeiten wider. Das zeigt sich am deutlichsten vielleicht im privatisierten Rentensystem. Wir haben vor kurzem eine Studie in Auftrag gegeben, die zeigt, dass 3/4 aller Investitionen des vollständig privatisierten Rentensystems in chilenische Betriebe, in Betriebe geht, die extraktivistische Aktivitäten verfolgen und Umweltschäden verursachen. Das heißt, die ganzen Teil des Landes verwüsten und unbewohnbar machen. Das heißt, in dieser die Umweltbewegung war genau ein Teil dieses zentralen Forderungskatalogs, soziale Ungerechtigkeiten abzubauen, und hat den Slogan mit eingebracht, der direkt aus der COP, aus der Klimabewegung und aus der großen Konferenz kam, die nach Madrid verlagert werden musste, dass die soziale Frage gleichzeitig eine Umweltfrage ist. Und das wurde auch direkt so in die Debatte um den verfassungsgebenden Prozess hineingetragen, mit der Forderung, wir brauchen eine Verfassung, die demokratische Institutionen, die Rolle des Staates stärkt, die soziale Gerechtigkeit gemeinsam mit Umweltgerechtigkeit verankert. Und auch hier wieder der Slogan, soziale Gerechtigkeit ist nicht ohne Umweltgerechtigkeit möglich. Wo stehen wir? Nochmal ganz kurz. Ja, also im Moment hat die Massenbewegung hier einen riesen Erfolg davon getragen, der nämlich gezeigt hat, die Bevölkerung ist gar nicht polarisiert. 80% wollen den Verfassungswechsel.
und sie wollen eine verfassungsgebende Versammlung, die nur aus Bürgerinnen besteht und zur Hälfte aus Frauen. Der Rest wird noch verhandelt. Der Weg ist steinig, weil jetzt Parteien versuchen, diesen und Lobbyisten diesen Prozess zu kooptieren. Die nächste Stufe ist die Wahl der zur verfassungsgebenden Versammlung am 11. April. Es steht noch nicht fest, wie unabhängige Kandidaturen gestärkt werden können. Es wird noch diskutiert, wie indigene Völker adäquat in dieser verfassungsgebenden Versammlung vertreten sein können. Und die Umweltbewegung, die sich natürlich auch sehr stark hier in der Böll-Stiftung getroffen hat und verschiedenen anderen Diskussionszusammenhängen, stellt eine starke Stimme dar, die eben auch versucht, innerhalb dieser verfassungsgebenden Versammlung im Wahlprozess und bei den Inhalten das Thema der Umweltgerechtigkeit stark zu machen. Also ich hoffe, das beantwortet etwas die beiden ersten Fragen. Ja, danke, Ingrid. Lara, weitere Fragen? Ja, sehr gerne. Es gibt ein großes Interesse an dem Verfassungsprozess, merke ich jetzt. Es gibt aber noch ein zweites sehr wichtiges Thema, was uns als Stiftung neben der Demokratie- und Ökologiefrage sehr am Herzen liegt. Und das ist explizit der Feminismus und die Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit. Deswegen würde ich da gerne mal die Frage aufgreifen. Nochmal zurückzukommen, ihr habt alle schon beschrieben, wie sehr Frauen und Frauenorganisationen, um es mal so platt auszudrücken, an der Mobilisierung beteiligt waren. Aber welche Rolle haben explizit feministische, geschlechterdemokratische Forderungen gespielt in diesen Bewegungen? Und auch ganz konkret eine Frage für Nora. Du hast schon beschrieben, wie jetzt die Wahl so die Stimmung geändert hat. Gibt es denn jetzt das Potenzial, dass wir endlich auch eine Feminist Recovery auf diese Pandemiekrise sehen können? Hat so ein Konjunkturprojektpaket jetzt vielleicht eine Chance? Dann fangen wir doch mit dir an, Nora. Ja, das ist ein komplexe Frage. Ich würde sagen, zu teilen ja, aber wieder auch nur, also wenn es jetzt um feministische Konzepte geht, die in die Politik getragen werden und sich da in Policies zeigen, ja, aber wirklich in Verbindung mit erstmal sozialen Gerechtigkeitsthemen. Also nochmal, wir sind hier in einem Land, was ein kaum existierendes soziales System hat und man muss sich quasi erstmal wirklich um Zugang zu Bildung, zu Gesundheit kümmern und dieses Anliegen vertreten und politisch umsetzen. Und es sind teilweise ja hochfeministische Konzepte. Also ja, aber eben wirklich immer in Verbindung mit anderen Forderungen und im Zusammenschluss von anderen Gruppierungen. Personell würde ich sagen, haben wir in den USA enormen Aufwind erlebt. Also 2018 hatten wir ja Kongresswahlen. Das ist immer so in der Mitte sozusagen, wenn man einen Präsidenten erlebt hat. Und 2018 wurden so viel junge, diversere und weiblichere Kandidatinnen in den Kongress neu gewählt, das erste Mal gewählt und haben sich auch explizit überhaupt politisch aufstellen lassen und sich in den Wahlkampf getraut, wie noch nie zuvor. Ne? Also ich würde sagen, vor allem, wenn es personell um die Besetzung von politischen Ämtern geht, auf lokaler Ebene, aber eben auch bis in den Kongress, sehen wir wirklich einen hohen Aufwind auch explizit von weiblichen Kandidatinnen. Welche Politik die dann da betreiben, das muss man noch so ein bisschen auch jetzt in den nächsten Jahren beobachten und sehen. Und auch, wie gesagt, von Kamala Harris, die tritt jetzt da ein mit extrem großer Freude von einem Großteil dieser Bevölkerung hier. Aber auch, ich würde sagen, keine Vizepräsidentschaftskandidatin. Bisher waren das auch eher Menschen, die fuhren immer so auf dem zweiten Gleis mit. Da kannte man gerade mal den Namen und sonst nicht viel. Sie hat jetzt verkörpert wirklich von Anfang an enorme Erwartungshaltung von verschiedenen Communities als Person und ihre Politik wird auch sehr kritisch gesehen, die sie bis jetzt, also den Weg, den sie gemacht hat, ne, als Staatsgeneralanwältin in Kalifornien vor allem, da stand sie schon für eine sehr strikte und nicht jetzt unbedingt für eine Black-Community-freundliche Politik. Das heißt also, sie muss wirklich da jetzt überzeugen in ihrer Politik und hat einen großen Spagat zu machen, machtpolitisch und gleichzeitig aber, wie gesagt, jetzt Interessen vertreten, die sie bisher nicht überzeugend vertreten hat. Ja. Danke dir. Lara, die nächsten Fragen. Lara, da ist sie.
Ja, ich glaube, es macht. Wir können vielleicht die Frage auch nochmal weiter an Monika reichen, wo das, glaube ich, auch interessant ist, das nochmal zu hören. Das stimmt, ja. Wie die Forderungen in Nigeria auch intersektional sich ausgestalten, auch die Zusammensetzung. Ja, in Nigeria ist das Wort Feminismus ein schwieriges Wort. Also es wird in der Gesellschaft noch sehr viel gleichgesetzt mit Prostitution. Das ist überraschend, mit Prostitution. Ja, es ist eine Frau, die eigentlich einen Mann ausnutzen will oder sonstiges. Es wird sehr gestritten über den Begriff Feminismus. Es sind die jüngeren Frauen, die ihn jetzt nutzen und vor allem aus der queeren Szene, aber eben gerade, das ist eigentlich auch noch das Problem, dass auch eine Split zwischen den Frauenrechtsorganisationen und der queeren Szene ist. Ich meine, es ist ein sehr religiöses Land. Es sind viele, die auch in diesen in evangelikalen Kirchen sind, wo also Homosexualität eben nicht akzeptiert wird. Und da geht ein Riss durch die Frauenbewegung. Diese jungen Frauen, die sich eben die Feminist Coalition genannt haben, die eben auch eine tragende Rolle jetzt in dieser Bewegung gespielt haben, das hat mich auch überrascht mit einer ganz Selbstverständlichkeit. Und man darf sich die jetzt auch nicht als irgendwelche Elite-Frauen, sondern das sind junge Frauen, die studiert haben, die haben in der IT-Branche, haben jetzt da kleine Start-ups entwickelt und sind da einfach erfolgreich durch das, was sie leisten, die Ideen, die sie haben. Also von daher ein gewisses Selbstbewusstsein. Der Organisatorinnen hat eine kleine Charity, würde ich mal sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, sie wollen ja einfach auch gar keine mit NGOs in Verbindung gebracht werden, die sich eben um Hygieneartikel, also dass Hygieneartikel eben bezahlbar sind für alle. Gerade heute in Schottland, ich glaube, die haben das jetzt da auch ein Gesetz, dass eben die kostenlos in der Öffentlichkeit ausgegeben werden sollen. Also es geht um verschiedene Sachen. Es geht nicht ausdrücklich jetzt um Strukturänderungen, sondern eben um Kleinigkeiten im Alltagsleben, dass Frauen in den verschiedenen Bereichen aus verschiedenen Schichten eben Benachteiligungen eben verbessert werden. Und der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ist ja, glaube ich, auch sehr stark in Nigeria. Gegen Frauen, ja, das auf jeden Fall. Also das ist eine der zentralen Fragen, die eben die Frauenorganisationen zurzeit eben auch betreffen, ist überhaupt Sexual Harassment auf der Straße. Wenn du aus deinem Haus raus, im Haus natürlich, häusliche Gewalt, sobald du aus dem Haus rausgehst, wenn du im Beruf bist, im Büro bist, teilweise wollen sie eben, Frauen einfach weigern sich mit Männern das Büro zu teilen inzwischen. Das ist die Frauen, also diese ganze Frauenorganisationen, diese Frauenszene, also das ist das Thema, das ganz stark geht. Und es geht natürlich auch auf die verschiedenen Schichten. Ich meine, was erstaunlich auch für uns wieder ist, wenn wir dann mit Frauen aus den Low-Income-Communities, aus diesen informellen Communities, wo es ja eigentlich sehr stark Gewalt gegen Frauen gibt und so weiter, die das dann aber wieder nicht als Thema, als ein besonderes Thema identifizieren, sondern sagen, ja, so ist es halt, so leben wir. Also man muss da erstmal anfangen, da Aufklärungsarbeit zu betreiben. Also das ist sehr breit gefächert dann. Danke dir, Monika. Willst du dazu auch noch was sagen, Ingrid? Oder wollen wir die nächsten Fragen? Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen wir noch haben, Lara. Ich möchte natürlich, dass alle drankommen können. Aber vielleicht sage ich doch kurz was zur feministischen DNA des Verfassungsprozesses. Ja? Ja. Lateinamerikanische Gesellschaften sind ja extrem stark Macho-Gesellschaften und von patriarchalischen Strukturen gekennzeichnet. Da ist Chile auch nicht anders. Wir haben hohe Raten von Gewalt gegen Frauen, Feminiziden, die auch nochmal unter der Pandemie zugenommen haben. Das Interessante ist aber, dass das korreliert mit der extremen Stärke der Frauenbewegungen. Und ich würde sagen, im Moment, das stimmt, was Página 12, eine der wichtigsten Zeitungen in Argentinien, titelte.
Der chilenische Verfassungsprozess hat eine feministische DNA. Nicht nur deshalb, weil es jetzt weltweit zum ersten Mal eine verfassungsgebende Versammlung gibt, die kein Männerclub ist, sondern in der zur Hälfte Frauen drin sitzen. Ja, also das heißt, es wird eine paritätisch besetzte sein, sondern weil im Gegensatz zu den streitenden Männern, die jetzt die Pfründe verteilen, es doch noch einen strategischen Konsens unter allen Frauenbewegungen gibt, jedes einzelne Thema sektorial zu besetzen. Also sowohl Rentenfrage, Bildungsfrage mit einer und keiner frauenpolitischen, sondern einer feministischen Blickweise auch nochmal. Ja? Bei Umwelt genauso. Und die Frauen waren auch die verhinderten, dass der Staat die Proteste kriminalisieren konnte, als sie ihre Performance als Thesis Senior machten. Das heißt, wir haben hier ein feministisches Moment, das meiner Ansicht nach sehr spannend ist. Das macht doch Hoffnung, Ingrid. Ja, tut's. So, und die nächsten Fragen bitte. Wunderbar, dann würde ich jetzt gerne mal die Frage hier reinsprechen danach, wie es denn jetzt weitergehen kann, was es da für Potenziale gibt. Ihr habt beschrieben, es gibt Bewegungen, es gibt breite Allianzen, die auf der Straße sind, sich Gehör verschaffen, dass aber auch die Führungsfiguren, die klassischen, fehlen. Welche Herausforderungen gibt es denn da jetzt, wie sich diese Forderung und dieses Momentum, wie ihr es beschreibt, jetzt wirklich in Veränderung ausdrückt? Also zum Beispiel, gibt es Bestrebungen, neue Parteien zu gründen als Alternative? Vielleicht könnt ihr dazu was sagen. Ja, wer möchte denn beginnen? Nora? Ich habe vorher schon mal kurz erwähnt, also ich glaube, hier in den USA mit der Wahl von Biden und Harris wurde jetzt eben ab Anfang des neuen Jahres ganz stark jeder Schritt von dieser neuen Regierung beobachtet, angefangen bei der personellen Besetzung und dann eben auch wirklich bei ihrer Politik. Und das Erste wird einfach sein, überhaupt mal den Anfang zu machen, die Pandemie hier in den USA zu bekämpfen. Und was aber wirklich ein Unterschied ist im Vergleich zu den letzten Jahren, ist, dass die verschiedenen Bewegungen, vor allem aktivistische Bewegungen wie das Sunrise Movement und Black Lives Matter, aber auch andere kleinere Gruppen, haben jetzt schon wirklich sich mit Briefen an die zukünftige Regierung gewandt und gebeten, bei den ersten Konzepten, wenn Politik sozusagen jetzt konzeptionalisiert wird, da mit am Tisch zu sitzen. Und das ist was es in den USA so gar nicht gibt und wo wir auch viel Interesse mit Blick auf Europa bekommen, wenn es eher um so Kompromisslösungen, runde Tische, Kommissionen, so wie wir es jetzt wieder mit der Kohlekommission in Deutschland gesehen haben. Also das ist wirklich eine neue Forderung, dass aktivistische Gruppierungen jetzt einfordern, mit am Tisch zu sitzen, in Kongress eingeladen zu werden und ihre Forderungen wirklich von Anfang an mit einfließen lassen dürfen und nicht einfach nur quasi ein Fototermin, wenn dann das neue Gesetz verabschiedet wird, ne? Sondern sie wollen wirklich mit dabei sein, wenn Policy verhandelt wird. Das muss ich zeigen, inwieweit Biden und Harris sich dem annehmen und es ab nächstes Jahr dann wirklich quasi ein offeneres Weißes Haus und einen Kongress gestalten, ne? Ob es neue auch Formate geben wird und nicht nur diese klassischen, noch sehr traditionell abgehaltenen Hearings es geben wird. Ja, genau. Ich glaube, das ist so das, auf was wir schauen werden. Also die Einforderung nach wirklicher Partizipation von Seiten der Zivilgesellschaft. Das ist natürlich sehr interessant. Ja. Ach so, und ein Punkt würde ich da wirklich machen wollen, wo wir schon Erfolg gesehen haben, ist, wenn es darum ging bei Biden, als er seine Wahlkampfprogramm erstellt hat im Sommer, da haben wir einen ganz klaren positiven Einfluss gesehen. Das Sunrise Movement, was ich vorher schon beschrieben habe, was also eine Klimabewegung ist, die aber auch eine starke Forderung für soziale Gerechtigkeit haben. Er hat ganz klar seine Klimapolitik vor allem und in Teilen auch ein überzeugenderes, ausgeprägteres Sozialsystem in sein Wahlkampfprogramm
umformuliert und seine Forderungen zum Beispiel bei Klimazielen ganz klar nochmal höher gesetzt und ambitionierter formuliert und viel mehr Geld versprochen, was er von öffentlicher Seite in den nächsten 4 Jahren locker machen wird. Und zum Beispiel so Forderungen, diese Gelder mal explizit in Low-Income-Communities fließen zu lassen, mit der Forderung, dass sie eigenständig entscheiden dürfen, was mit dem Geld zu tun ist vor Ort und lokal, die hat er übernommen, diese Forderung. Also da sehen wir schon wirklich einen Erfolg, wie aktivistische Gruppierungen das Wahlprogramm von Biden beeinflusst haben. Mhm. Und jetzt werden sie ihn natürlich daran messen, ne? Weil als, ich sag mal so, als Bargain, als Verhandlung, hat die Gruppierung von Sunrise ihn sehr, sehr stark im Wahlkampf unterstützt, hat enorm Campaigning in allerlei möglicher Form, ob jetzt über Telefon jetzt in Corona-Zeiten viel, also hat Wählerinnen mobilisiert und auch politisiert, aber die werden jetzt das sich natürlich auch auf ihr Konto zuschreiben lassen und sagen, du bist auch durch unsere Unterstützung gewählt worden. Wir fordern jetzt aber auch ein, dass du diese Wahlversprechen, die du in deinem Wahlprogramm angekündigt hast, auch umsetzt. Und wie gesagt, sie zeigen das jetzt schon, indem sie sagen, wir wollen mit am Tisch sitzen, wenn die Ministerien anfangen, ihre Programme zu entwerfen. Ja, ja. Wollt ihr dazu auch was ergänzen aus eurer Perspektive, Ingrid oder Monika? Ihr müsst auch nicht immer alle auf alle Fragen antworten, aber wenn ihr was ergänzen wollt, dann sehr gerne. Es ist ja ein Phänomen dieser neuen Bewegung, dass sie eben oft keine zentrale Führungsfigur haben, sondern was ja auch ihre Legitimität oft erhöht, eben wirklich sozusagen Leute aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft einfach und deren Sorgen repräsentieren. Das kann aber natürlich ein Problem sein, wenn es dann irgendwann darum geht, Politik zu gestalten. Um das nochmal daran nochmal anzuknüpfen. Wie ist es in euren Ländern? Ingrid? Ja, vielleicht Chile. Also im Moment gibt es zwei Herausforderungen, zwei zentrale Herausforderungen. Die verfassungsgebende Versammlung wirklich repräsentativ zu gestalten. Im Gegensatz zum Parlament, was ja seit langer Zeit von allen Wähler, Wählerinnen, Interessen und Parteien entkoppelt sind, sollte das wirklich die Vielfalt der Konflikte, der Forderungen des Landes spiegeln und unabhängig von Lobbyinteressen, aber auch von Parlamentseinfluss sein sollen. Das ist zurzeit die Mutter des Konfliktes, ja. Die Lobbyisten raushalten aber auch diesen ganzen parteipolitischen Klüngel. Gleichzeitig einen Schutzring von Experten, Expertinnen zu haben, die, auf die man zurückgreifen kann bei dem Deliberationsprozess und zu hoffen, dass die Straße im Hintergrund mobilisiert bleibt, damit die Forderungen auch ernst genommen werden. Ja, so das ist die zentrale Sorge der sehr heterogenen, aber zumindest über verschiedene Mechanismen doch auch koordinierten sozialen Bewegungen. Auf der anderen Seite ist die Sorge, das Parteiensystem ist seit längerem, wie hier gesagt, in sozialer Quarantäne. Die sind überhaupt nicht mehr, also nicht erst seit der Pandemie, sondern die sind abgekoppelt von der sozialen Basis. Selbst der junge Frente Amplio, der aus der Studentenbewegung entstanden ist, hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und die anderen Parteien haben schon länger ein Problem. Also eine neue chilenische Demokratie braucht aber auch ein Parteiensystem, das die Interessen widerspiegelt. Und das wird einen langen Aufbauprozess benötigen, weil im Moment ist die Sicht der Mehrzahl, ja, der Bevölkerung und auch dieser gesamten Protestbewegung ist extrem gegen die Parteien gerichtet. Ja. In einer Art und Weise, die für eine Demokratie dann auch sehr bei aller Berechtigung der Kritik, ja, die für eine Demokratie schwierig sein kann. Und das sind so die zwei Dinge, also einerseits die Repräsentativität, die Unabhängigkeit der Kommission, auf der anderen Seite die Frage, wie kommt man zurück zu repräsentativen Parteien, sind zwei zentrale Probleme, die zu bewältigen sind. Ja, absolut. Monika, möchtest du auch dazu oder sollen wir zur nächsten Frage? Ja, ich könnte vielleicht noch kurz sagen, also ganz konkret, ich meine, dieses NSAS-Movement hatte ja jetzt nicht nur als Ziel, dass eine Polizeieinheit aufgelöst wird, sondern dass auch die Polizei, dass es Polizeireform gibt, dass die Polizei besser bezahlt wird, besser ausgestattet wird und besser trainiert wird, sodass sie besser auch mit der Gesellschaft umgehen kann. Das ist ganz klar, so lange wird dieses Movement weiterbleiben, bis sich da etwas ändert. Dann die zweite Sache ist eben Wahlrechtsreform.
dass eben auch andere Leute, andere Menschen gewählt werden können. Damit einhergeht auch eben die Leute aufzuklären, dass sie wählen gehen. Und die dritte Sache ist natürlich, ich meine, was schön gewesen wäre, wenn auch ein bisschen Bernie Sanders Movement rübergeschwappt wäre nach Nigeria. Ich meine, es ist schon ein sehr neoliberaler Staat, ist hier auch alles privatisiert, das wird nicht so richtig diskutiert. Ich habe letztens gelesen, es gibt da Ansätze, dass das diskutiert wird. Und wenn sich da etwas öffnen würde, wäre das ein unheimlicher Fortschritt für Nigeria, da eben wirklich soziale Gerechtigkeit wieder zu diskutieren, Privatisierung, Bildung und so weiter, diese Sachen. Korruption ist ja auch das Riesenproblem, ne? Ja, Korruption wird immer angesprochen, aber Korruption alleine geht ja nicht. Ich meine zum Beispiel, wenn mit Subsidies, die jetzt hier verwendet werden, wenn die weg sind, was macht man mit dem Geld? Wofür wollen wir das und wie? Ja. Hier wird einfach dieses ganze privatisierte System, Bildung ist privatisiert. Das wird hier hingenommen, weil man es einfach gewohnt ist und weil man sagt, das ist besser. Aber geht es auch anders? Und was für eine Aufgabe hat ein Staat überhaupt, dass diese Diskussion mehr ins in den Vordergrund kommt. Ja, aber das ist toll. Das klingt ja, dass neben der Kritik schon auch konstruktive Vorschläge kommen, was zu ändern wäre. Das ist ja schon, das finde ich schon allein einen riesigen Erfolg der Bewegung. Lara, ich glaube, eine Fragerunde können wir noch machen. Ja, eine Fragerunde, glaube ich, auch können wir noch. Dann würde ich vielleicht vorschlagen, ich greife die, es gibt zwei Fragen, die so in Richtung gehen, jetzt über die Bewegungen hinaus. Einerseits, was ist so die internationale Rolle? Also zum Beispiel die Frage konkret zu Chile, wenn es da Bestrebungen gibt, bestimmte Gesetzesvorhaben zu blocken, dass man da über die Ablehnung von Freihandelsabkommen, über die internationale Community irgendwie einwirken kann. Und andererseits die Frage zu der Intersektionalität, wie wir als Stiftung das in unserer Arbeit aufgreifen, das sichtbar machen und unterstützen. Vielleicht können wir die letzte Fragerunde was dazu sagen, welche Rolle wir oder die Stiftung, unsere Partnerinnen und Partner oder die internationale Community spielen kann, um das zu unterstützen, diese Bewegung mit ihren Forderungen. Okay, das sind nochmal sehr spannende Fragen. Also einmal die Rolle der internationalen Gemeinschaft oder auch internationalen Zivilgesellschaften und dann eben, was machen wir in dem Ganzen? Inge, ich fange mit dir an. Ja, also zunächst mal zur Frage, was können wir tun, um Elitenblockaden aufzubrechen? Wir können natürlich nicht allzu viel tun als Böll-Stiftung. Wir dürfen einige Dinge nicht, aber andere Dinge dürfen und können wir ja gut. Und gerade eben, wenn es sich um transnationale Unternehmen handelt, ja, um Freihandelsfragen, in denen Deutschland oder die Europäische Union eine Rolle spielen, können wir im Moment meiner Ansicht nach sehr wohl eine konstruktive Rolle einnehmen, weil eben durch die Debatte um Due Diligence, um Unternehmensverantwortung, um die Frage von Lieferketten in einer Post-Pandemie-Ökonomie eine Reihe von sehr wichtigen Fragen aufgeworfen wurden und auch Initiativen entwickelt seitens Deutschlands, aber auch seit der Europäischen Union, um gezielt mit der demokratischen Kontrolle von Großunternehmen umzugehen und zu fragen, ja, wie können wir garantieren, dass in der Ökonomie nach der Pandemie die soziale und Umweltgerechtigkeit zusammenbringt, Unternehmen ja systematisch Menschen- und Umweltrechte verletzen. Und das hat sich auch im chilenischen Fall sehr stark gezeigt, sowohl was die Agrarindustrie, was auch Bergbausektor angeht, dass Unternehmen da extrem sensibel auf internationale Kontrollmechanismen reagieren. Das heißt, da haben wir einen sehr guten Ansatzpunkt, da haben wir einen Hebel und da sollten wir auch gemeinsam mit unseren Partnerinnen arbeiten, insbesondere auch bei der Frage, wie sollte ein gerechter Welthandel oder Handel ja, in der Phase nach der Pandemie aussehen, kürzere Lieferketten, ja, eine stärkere regionale Ökonomie und andere Dinge. Da haben wir eine riesen Rolle. Intersektionalität, da muss ich immer sagen, hier sind die Frauenbewegungen sind ja so stark und auch vernetzt ja, mit den indigenen Bewegungen, mit den Umweltbewegungen. Da können wir manchmal, glaube ich, mehr von der Zusammenarbeit hier lernen,
und das stärker in Europa publik machen, als da müssen wir gar nicht viel stärken. Ja? Absolut, da ist schon enorme Stärke da und da ist unsere, glaube ich, unsere Aufgabe eher, dies richtig, ja, nach Europa, nach Deutschland zu kommunizieren. Genau, das ist ja auch ein Teil unseres Jobs. Deswegen machen wir auch solche Formate wie dieses, um zu zeigen, was eigentlich los ist in den Ländern. Und natürlich sind wir hier in Europa nicht immer unbedingt an der Speerspitze einer progressiven Bewegung und in jedem Bereich. Danke, dass du darauf nochmal hingewiesen hast, Ingrid. Monika, die beiden Punkte, die Rolle der internationalen Gemeinschaft oder internationaler Akteure und unsere Rolle als Stiftung nochmal. Ja, es ist natürlich jetzt hier auch so, dass Nigeria in der Sicherheitszusammenarbeit mit Deutschland, mit Europa eine große Rolle spielt. Vor allem im Interesse ist natürlich, die Migration hier zurückzuhalten. Da gibt es wohl, also ich bin jetzt nicht so genau informiert, was es da für Zusammenarbeit gibt, aber es gibt bestimmte Zusammenarbeit, also auch mit der Polizei. Ich war zum Beispiel, also ich meine, man hat im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Polizei auch während Corona eben da Donations an die Polizei gegeben. Also da ist sicher einiges am Laufen und dann vor allem natürlich im Norden mit der Migration in Sahelgebiet. Dann natürlich auch wegen Terrorismus. Also da sind einige Hebel, die ich mir vorstellen kann. Ich meine, wenn man da gerade mit der Sicherheitskräften zusammenarbeitet, kann man das nicht tolerieren, dass also solche großen Menschenrechtsverletzungen gibt. Was wir hier machen, ich meine, das war vor den SARS, in SARS schon, ist die Shrinking Spaces, ne, die zivilgesellschaftlichen Möglichkeiten, die sich durch Social Media Bills und sonstiges, was also alles eingereicht wurde, sich verkleinern. Und es war jetzt eben gerade auch, jetzt ist erstmal erst recht eine Attacke auf die Social Media. Also es wurde dann schon gesagt, also wir wollen jetzt das doch so einführen, wie die das in China machen. Und da sind wir tätig, also gerade in das, was sind für Demonstrationsmöglichkeiten, für Ausdrucksmöglichkeiten, zivilgesellschaftliche Formen, wie kann diese Vielfalt weiter bestehen? Ja, danke, Monika. Nora? Ich glaube, in den USA, was hier unserer Meinung nach total fehlt, ist zum Beispiel eine stärkere und viel bessere Vernetzung und Austausch von zivilgesellschaftlichen Gruppen in Lateinamerika und den USA. Ne? Weil eigentlich regional, auch zum Beispiel handelspolitisch, aber natürlich auch migrationspolitisch, gäbe es da viele Themen und es gibt eine sehr repressalienorientierte Politik der USA in den letzten Jahren, mit Bezug auf lateinamerikanische Länder. Und da findet unserer Meinung nach viel zu viel Austausch statt, sich über Strategien und sozusagen gemeinsame Stimmen in diesen verschiedenen Themen- und Policy-Bereichen gemeinsam gegenüber den eigenen Regierungen sozusagen aufzustellen. Und dann vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel, jetzt mit einer neuen Biden-Harris-Regierung, glaube ich, ist die Aufgabe von anderen Regierungen und der internationalen Gemeinschaft, die USA, also wirklich proaktiv auf die USA zuzugehen, als ein wieder neu gewonnener, ernstzunehmender Partner in der internationalen Zusammenarbeit, weil wir die Vermutung haben, dass diese Regierung, ich habe das jetzt mehrmals schon durchblicken lassen, wirklich viele Baustellen hier zu Hause hat. Und unsere Befürchtung ist, dass dadurch so ein bisschen das internationale Engagement der USA, obwohl sie durchaus, ne, Biden hat es mehrmals anklingen lassen, dass er zum Beispiel dem Pariser Klimaabkommen direkt wieder beitreten will. Aber da zum Beispiel, das alleine reicht nicht. Und das müssen wir als internationale Gemeinschaft dieser Regierung deutlich machen. Wir wollen sehen, dass die USA sich auch wieder finanziell beim Green Climate Fund engagieren. Ne? Also es reicht eben nicht, dem Abkommen einfach nur wieder beizutreten, sondern sie an ihre historische Verantwortung, zum Beispiel klimapolitisch zu erinnern. Und wir sehen sozusagen erste Erfolge, wie man das durchaus machen kann, weil manchmal werden die USA ja doch immer noch so als der große, weltmächtige Powerplayer gesehen.
Und ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Die USA merken das. Die gucken voller Sorge und nicht vorhandener strategisch kluger Antworten auf eine Region wie China. Aber wo wir es ganz konkret gesehen haben, wo plötzlich die USA ganz genau hingehört haben, ist, als die EU-Kommission mit dem European Green Deal unter anderem eine Carbon Border Tax, also eine Klimasteuer angekündigt haben, die zum einen natürlich die eigene europäische Industrie schützen will, wenn die EU jetzt voranschreitet, höhere Klimaziele sich gibt und damit größere Regulierungen und größere Technologievorsprünge von ihrer eigenen Industrie einfordert, was Geld kosten wird und die Produktion teurer machen wird. Und gleichzeitig will die EU natürlich verhindern, dass dann die Antwort der Industrie ist, dann wandern wir einfach in andere Regionen der Welt. Also als Antwort, wir werden Steuer einführen, die quasi Produkte, die eingeführt werden, besteuert aus Ländern, die keine vergleichbare, ambitionierte Klimapolitik betreiben. Und da wurde ganz plötzlich im Kongress auf republikanisch und demokratischer Seite ganz genau hingehört, weil der Kongress, die Abgeordneten und eine neue Biden-Administration natürlich die Befürchtung haben, die EU ist nach wie vor eine der wichtigsten Handelspartner und ein Importmarkt für die USA, dass da sozusagen ein neuer Handelskonflikt aufleuchtet. Das heißt, wir haben gesehen, also jemand wie die EU kann mit solchen Ansagen, klimapolitisch voranschreiten zu wollen, aber das dann auch sozusagen umzusetzen und nicht gegenüber USA, die keine Klimapolitik betreiben, einzuknicken, kann wirklich eine Signalwirkung haben. Und damit sehen wir jetzt plötzlich seit vielen Jahren das erste Mal im Kongress hier in den USA Diskussion, wir müssen tatsächlich hier auch Klimapolitik betreiben und eventuell auch sowas wie eine Carbon Tax, wie sagt man denn da, also eine Klimasteuer einführen oder zumindest sowas wie unser Emissionshandelssystem einführen in den USA, ne? Weil wir sonst langfristig da verlieren, auch handelspolitisch tatsächlich und natürlich das internationale Resümee verlieren. Ja, danke Nora. Wir sind jetzt quasi am Ende angekommen, wir haben nur noch 2 Minuten. Ich fand das eine extrem spannende Diskussion. Ich möchte euch allen dreien sehr, sehr danken. Ich finde, das sind wirklich, es sind natürlich extrem, also sehr, sehr unterschiedliche Kontexte, sehr unterschiedliche Herausforderungen. Ihr habt es dargestellt. Es gibt ein paar Parallelen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich finde auch interessant zu sehen, dass es doch natürlich Bewegungen sich international viel abschauen, was natürlich durch soziale Medien erleichtert wird. Es gibt hoffnungsvolle Entwicklungen, das finde ich auch sehr toll, die ganze Intersektionalität, dass Bewegungen stärker zusammenkommen, eine größere Solidarität, aber es ist natürlich ein weiter Weg und ich glaube, eine der wichtigsten Herausforderungen in den meisten Ländern ist einfach, dass diese Kreativität und diese Energie, die in diesen Protestbewegungen liegt, dass die sich irgendwann übertragen muss in die formalpolitische Arena. Und das ist einfach eine riesige Herausforderung. Und vielen geht ja dann zwischendrin auch die Puste aus. Viel wird ja auch unterdrückt. Wir sind ja nicht nur in euren 3 Ländern unterwegs, sondern in sehr, sehr vielen Ländern auf der Welt und kämpfen da teilweise mit extremen Repressionen und vor allem unsere Partnerinnen und Partner. Aber es gibt eben Hoffnung und Chile ist ein tolles Beispiel. USA ist jetzt auch immerhin ein Wendepunkt erreicht und auch in Nigeria finde ich sehr beeindruckend, wie die Bewegung da aktiv ist und was sie bisher erreicht hat. Sie hat sich toll Gehör verschafft. Insofern war das, finde ich, eine ganz hoffnungsvolle Diskussion. Ich möchte euch sehr, sehr herzlich danken und ich möchte dem Publikum sehr, sehr herzlich danken und euch und Ihnen noch hier, zumindest in unserer Zeitzone, einen schönen Abend wünschen. Bei euch ist ja noch mitten am Tag in Lateinamerika und in den USA. Also euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Dankeschön und tschüss an alle.